Was kann ich für Sie tun, Herr Baron? Ich frage nicht, naja. Bin restlos zufrieden. Sogar der Rotwein hat bei euch die richtige Temperatur, also. Oh, das hört man gern. Na, das ist gar nicht so unwichtig, wie Sie gaben. Ja, jetzt weiß ich, machen Sie mir doch bitte die Rechnung fertig bis heute. Bitte sehr, Herr Baron, die ist immer fertig. Ja, er scheint ja Geld zu brauchen. Immer, Herr Baron, immer. 1412 Mark 35 inklusive der heutigen Übernachtung. Ohne Frühstück allerdings. Er nimmt aber auch von Lebendigen. Von den Toten könnt ihr nicht nehmen, ne? So, ich habe auf 3000 ausgestellt. Geben Sie mir den Rest zurück. Ich brauche ein bisschen Bargeld. Ja, wir wünschen sich, Herr Baron, einen Moment gedulden, bitte. Ja? Leider, Herr Baron, es ist gegen die Bestimmung. Ich habe gedacht, dass eine Ausnahme gemacht werden kann für Sie. Leider, aber es ist uns nicht erlaubt, Schecks über die Höhe der Rechnung hinaus einzulösen. Ich bitte Sie, das nicht misszuverstehen, Herr Baron. Ja, nein, das ist gar nicht so wichtig, nur dass ihr immer alles komplizieren müsst. Überhaupt ein Fehler heutzutage, nicht? Der Scheck, Herr Baron. Würden Sie so liebenswürdig sein, einen neuen? Mir zu langweilig. Schreiben Sie es auf Konto, oder geht das auch? Doch, das geht natürlich selbstverständlich, Herr Baron. Tja, bitte Sie um Verständnis. Wie gesagt, die Zimmer, was die Gäste verzehren, in jeder Höhe, nicht?